Hallöchen und Fick. Und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Chaos zusammen mit Jan, Gimpel und Gott. Wollte ich gerade auch machen, aber ich habe hier einen offenen Energy stehen, der kippt dann um und dann. Halleluja! Leute, apropos Energy, wir sind noch nicht mal 10 Sekunden in der Folge. Leute, elbster.de bzw. hölle.tv/shop oder itemsosacred.de/u/shop oder shop.itemsosacred.de. Da kriegt ihr wundervollen Merch und die Frage, warum Gimpel keinen hat, kann ich euch nicht beantworten. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass er die Relevanz von dem Nudelteig in der Low-Carb geht. Oh ja. Leute, ich habe mich offscreen ein bisschen, also das heißt ein bisschen, 5 Minuten habe ich mir hingesetzt, ein paar Kisten aussortiert, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz und ich habe jetzt eine vernünftige Hose und alle, also ich habe ein bisschen Rüstung. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein vernünftiges Schwert. Ich bin Early Boy, ich habe eine vernünftige Hose. Endlich mal was Vernünftiges an. Ah! Das anhört, ich habe eine vernünftige Hose. Die hat einen Bausparvertrag und eine Familienplanung. Ja, das ist wichtig. Gute Hose. Mein Name ist Early Ginger Ninja. Ginger Ninja. Hallo Mr. Creeper, wie geht's Ihnen? So, ich gehe jetzt nochmal in den Dungeon unter unserer Höhle. Ja, oder unserem Häuschen. So. Dungeon unter unserem Haus? Ja. Das ist der, wo wir direkt reingegangen sind. Ja, ne? Du Baumgemüse mit Joghurt besser funktioniert. Ach, der war nicht da, die Folgen. Ja, Leute, wir können. Stimmt, alles. Nee, stopp. Die erste Folge. Die erste Folge. Der mitgemacht hat, war er mit dabei. Genau, da war ich nämlich hier unten und hab Sachen gemacht. Und dann. Ich hab hier ein tiefschwarzes Schwein. Ist das rassistisch, wenn ich das umbringe? Bring's um. Ey, der Villager will auch nicht rausgehen mit seiner Penisnase. Okay, ich bring's um. Geh doch mal raus jetzt! Also, das hat weißes Fleisch drin. Ah, nee, hallo. Ah, okay, Rammstein, Alter. Weißes Fleisch! What the fuck? Ich kenne bei Rammstein immer nur den Verweis auf meine Mutter. Hier kommt die Sonne. Sag mal, ich hab dich übrigens lieb, ne? Hier kommt die Sonne. Boom. Die ist der hellste Stern von allen. Das wird Gimpel nicht gefallen. Durch Gimpel Zing habe ich gerade nachgedacht, wie man ihn zum Schweigen bringen könnte. Und da ist mir eingefallen, Gimpel hat noch 2 Bestrafungen offen. Nein, es ist nur eine, aber es ist eine Bestrafung offen für Gimpel, oder? Ich höre. Ja. Ich glaube, ja. Leute, Gimpel ist nämlich noch gestorben im Nachhinein. Au. Burn, Bitches, komm her, komm her! Brennt in der Lava! Leute, ich habe das gleiche Problem wie Jan, ich brauche Weed. Wow. Warum laggt es denn gerade so ein bisschen bei mir? Er ist immer noch wahrscheinlich Weltgenerierung und so. Nee, mein Spiel irgendwie fühlt sich laggy an. Ist das am Gewittern da? So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, Wasser. Nee, ist kein Wasser. Einen Emeraldo. Schmeißen wir dich weg. Hallo Leute, Alter, könnt ihr mir mal in Ruhe lassen? Entschuldigung, Leute, wir sollen Early in Ruhe lassen, deswegen moderiere ich dann den Teil einfach weiter, ne? Early hat momentan so eine kleine Midlife-Crisis, er hat sich neulich ein Cabrio gekauft. Ihr könnt mir mal am Arsch lecken, Alter! Nächstes Jahr Gamescom lade ich euch zum Essen ein, nach Backwerk. Nur wenn du nicht wieder an mir vorbei bist. Oh ja, bitte, Alter. Da gibt's den Backwerk, Alter, das war Backwerk, Alter, das war... Katze, ich hab dir die Videos, glaube ich, gezeigt, ne? Das, wo der komplett besoffen dran saß. Alter, Gimpel, der hat echt ein bisschen zu tief ins Lars geschaut und holy shit, war der gut drauf, du. Wo sich ein gewisser Mensch dann die ganze Zeit noch erstmal einen Tod gekriechert hat im Hinter der Kamera. Ach, ich konnte nicht mehr, Alter, ich konnte nicht mehr. Ich hab mich so bepisst, Alter. Pau, wir waren im Backwerk gewesen. So, ging damit los, Gimpel war halt komplett besoffen und sagte, Alter, ich hab so Hunger, lass doch. Ich so, komm, wir fahren nach Backwerk. So. Ey, Leute, und ich hab eine riesige schwebende Insel gefunden, by the way. Ja, gönn dir. So, wir sind im Backwerk drin. Erste, was Gimpel sieht, so ein Thunfisch-Sandwich. Geht hin. Du musst die andere Story erzählen, dass wir erstmal. Alter, hier sind 100 Spawner. Wir wollten erstmal zum Dönermann fahren. Stimmt, wir wollten erstmal zum Dönermann fahren. Genau, so wartet. Moment, hier muss ich mal ganz kurz. Ich lasse die Spawner stehen. Oh, das wird nicht einfach. Das wird alles andere als einfach. Wir wollten erst zum Dönermann. So, der hatte geschlossen. Der normalerweise immer auf hat. Der hat aber geschlossen. Der hat nämlich nur am Wochenende die ganze Nacht auf. Dönerlose Frechheit. Das war eine richtig dönerlose Frechheit, Alter. War richtig frech, war das. So. Oh Gott, hast du einen Fehler gemacht. Dann sind wir dahin. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren, gleichzeitig die Sachen hier reinzupacken und, ne, gedönselt und so. Ich habe übrigens gerade das Bettpad benutzt. Ich muss einfach mal eben kurz neue Kiste craften. Dann ist alles easy. Gut. Okay, Dönermann hat zugehabt. Und so, und dann sind wir zum Backwerk gefahren. Ja, aber weil du gesagt hast, du musst den Kakao mal probieren, Gimpel. Ja, ich habe gesagt, es ist Top-Kakao, Gimpel. Probier das einfach mal, wirst du mögen. So, sind wir nach Backwerk gefahren. Geiler Hauptbahnhof. Und holy shit, Alter. Gimpel sieht da so ein Thunfisch-Sandwich.
nimmt dann aus der Ablage. Du musst halt eigentlich alles erst auf dem Tablett tun, dann zur Kasse gehen und bezahlen. Beiß davon ab, also nimm das raus, beiß davon ab. Und sag, boah, schmeckt voll geil. Packt dir da drei weitere drauf. So, packt hier, da, was weiß ich, also, der hat das Tablett komplett voll bis oben hin. Wir stehen an der Kasse. Er so, komm, ich bezahle für alle. Hat für 55 Euro Backwerk für alle bezahlt. Was schon mal mega nice war. Aber übel. Kann das sein, dass du Hunger hast? Wir haben so Hunger. Richtig Hunger. Hast du Hunger? Mhm. Wo ist das erste Thunfisch-Sandwich, Alter? Ist schon weg hier. Guck mal. Hi schon. Aber die Tomate kannst du haben irgendwie. So, dann sind wir draußen. Er hat noch so vier Bissen, also so ein Fünftel vom Thunfisch-Baguette noch übrig. Nimm das in der Hand. Jules sagt, oh, guck mal, da ist eine Taube. Er so, boah, jetzt seht ihr auch Hunger. Auf einmal höre ich nur neben mir so ein richtig lautes, seltsames Platschgeräusch und sehe nur, wie die Taube total verstört auf den Boden guckt, weil Gimpel ihr das Thunfisch-Sandwich direkt vor die Füße geworfen hat. Die kam nicht mehr auf ihr Leben klar. Die hat so verstört geguckt. Gimpel, du hast sie verscheucht. Ich hab mir... Also bitte, hör mal auf, ey. Ey, wie geil ist der denn? Ist der so geil? Der ist so geil, hol dir, komm! Willst du auch rein? Tu es mal wieder! Das macht nichts mehr. Aber Kakao. Guck mal, wie viel ich noch hab. Ich raste dich aus. Ich hab ihn nicht mehr eingekriegt! Aber das Geile ist, die Taube ist dann weggegangen, weil sie sich so erschrocken hat. Und dann kam zwei Minuten später ein Penner. Ja, kam doch! Hat aufgehoben und hat es gegessen. Er hat sich zu viel Sandwich gegönnt und uns dabei angeguckt und hier diese Geste gemacht, so mit dem Finger an den Hals, so von wegen, er würde uns aufschlitzen, sowas. Ja. Oh Gott, was war denn los mit den Leuten, Alter? Sicher, oder hat er euch nur darauf hingewiesen, dass er Halsschmerzen hat und nicht deswegen Danke sagen kann? Ich glaube, er hatte Halsschmerzen, das wird deine gewesen Sachen sein. Deine Sachen der Perspektive, denke ich mal, ne? Also wir halten fest, Gimpel attackiert Tauben grundlegend mit Thunfischbrötchen. Immer. Und ich esse mit Leben. Erst, bevor ich bezahle. Ja, das ist sowieso so eine Sache, es gibt auch so Leute, die stehen an der Aldi-Kasse. Gibt natürlich noch andere Supermärkte, keine Ahnung, Beate Use und so weiter. Supermarkt, Leute. Auf jeden Fall, die sitzen dann da am Band, sind innerhalb von 10 Sekunden dran und dann denken die sich so, also, weißt du, was ich jetzt hab? Dusch. Ich kann die 10 Sekunden nicht mehr warten, ich nehme jetzt einen 20 Sekunden Schluck von meinem Getränk. Noch bevor die Frau das da irgendwie scannen kann. Und dann sind das aber auch nicht die Arten von Leuten, die dran sitzen und sich dann gemütlich nach und nach dieses Ding reingönnen, sondern die trinken dann wie Ochsen erst einmal und tun danach so, als müssten sie sich den Mund noch abwischen, weil sie ja sehr viel, wie nennt man das? Also, wenn jemand vor mir steht und beim Trinken die Geräusche macht, dann erwarte ich von dem nicht danach, dass er eine Serviette rausholt, ein Lätzchen anzieht und anfängt Schrimp zu essen. Also, es gibt sexier Auftreten, als sich erstmal einen halben Kasten ächzen zu lassen und dann im Nachhinein dran zu stehen und so zu tun, als wäre das gerade ihm sehr, sehr vornehm gewesen. Das sind die gleichen Leute, die so ein Weinglas ächzen und nachfüllen lassen innerhalb von 20 Sekunden so. Ja, gut, also so wie ich. Fest, ja, ich glaube, Early ist so ein Käsegourmet. Der würde sagen, der würde sich so ein Käsescheibchen abschneiden lassen, würde dann am Ende sagen, oh, schmeckt mir, geben Sie mir das Käserad und dann direkt ins Käserad beißen. Oh ja, bitte. Oh yeah, da geht's runter. Hui. Also ich habe jetzt auf jeden Fall eine Stelle, wo wir eine perfekte, wirklich eine krasse Mobfarm bauen könnten. Ja, nice. Schaffst du das mit der Planung einer Mobfarm oder muss ich dafür zu Hause sein? Also du kennst doch in diesen Dungeons, kennst du doch diese Räume, wo oben an der Decke 6-7 Spawner sind und in den Ecken die Kisten verteilt sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, so ein Raum ist Early. Das. Und es sind noch alle Spawner da. Es ja. Es gibt Dollies. Du kannst Dollies craften, sogar relativ Das bedeutet, billig. Ich kann Spawner glaube, mitnehmen? Könntest du Spawner theoretisch transportieren können. Nur rein in der Theorie, es sei denn, das wurde rausgepatcht, aber dann finden wir eine andere Möglichkeit, Spawner zu tun. Ja, dann bauen wir den Ding jetzt unten. Was ist denn hier los?
Ja, ich bin fertig. Ich habe das Dungeon hier unten, die letzte Etage, durch unter unserem Haus. Hab alles gelootet. Hab die Spawner jetzt alle stehen lassen, weil... Ne, ich bin EOP, juckt mich alles gar nicht. Hi, was geht, Jan? Oh Gott. Oh, ich hätte dich gerade fast gewonnen-hittet, fällt mir gerade ein. Warum? Warum? Explosion! Man nennt es Hobbys. Ich habe eine Efficiency 5 Pickaxe. Ja. Jan, was hast du für einen Helm auf? Ein super Diamanthelm, der mit einem Schlag weg ist. Guck mal, Jan, jetzt wirst du mich lieben. Guck mal, Jan, jetzt wirst du mich noch mehr lieben. Warte, ich habe noch vielleicht noch was für dich. Brustplatte, okay, Brustplatte ziehst du ja immer eine andere an. Oh. Hast du eine Pickaxe, gute? Ja. Ey, okay. Was passiert hier? Ich werde von irgendeinem Eichhörnchen mit TNT beworfen, Mann! Ja, dann werf doch zurück, Alter. Ich sehe den Typen nicht. Von wo denn? Er wird von einem Eichhörnchen mit TNT beworfen. Das ist auch mal ein Erlebnis. Oh, Earl. Aua. Oh, Earl. Okay. Oh Gott. Er ist unsichtbar, warte, ich töte ihn gerade. Den mag ich nicht. Es ist der Girly Boy. Ja, jetzt ist hier überall Löcher, Mama Heile Gimpel. Die hast du nämlich für. Alter, hier ist ja. Alter! Was unsere denn? Komplette Insel ist aller durch Löcher. Oh! Okay, jetzt weiß ich, wie das Rocket Creeper sind. Die fliegen in der Luft. Ja, Gimpel. Wir haben hier was so ein denn? Riesen Loch hier. Das Wo wollten bist wir. Du denn? Unter dir, Alter! Bin eben über dir geflogen, jetzt bin ich unter dir. Guck dir das Loch doch mal an hier unten, Alter. Das hab ich mal gebaut. Was? Das hast du. Ja, aber das Loch. Auch hier oben alles weg? Ja, ich wollte eigentlich hier einen Baum hinpflanzen, der bis zur Unendlichkeit wächst. Du wolltest einen Baum hinpflanzen, deswegen hast du ein 20x20 tiefes, breites Loch gebaut. Ja. Wollte meine Fantasie freien Lauf lassen. Ja, okay. Gut, aber Leute. Hat bei mir in den Kommentaren noch jemand gefragt, wer ist inkompetenter, Early oder Gimpel. Ihr habt gerade die Antwort gehört. Ich wollte einen Baum pflanzen, 20x20 Loch zu grafen. Gute Arbeit, Early will eine Abmord machen, mach ruhig. Ja, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst super, super, super gerne ein bisschen Supporter. Lasst ein Däumchen da oben da. Schreibt ein liebes, nettes Kommentar, wenn ihr Umfänger findet, Gimpel oder mich. Gerne bei allen, bei denen ihr das gerade schaut. Denn Interaktion, Leute, ist das A und O heutzutage bei YouTube. Das heißt, die beste Unterstützung tut ihr, indem ihr mit uns interagiert. Genau. Nicht nur gucken, sondern auch Likes, 50. Kommentare. Und dann ist die Welt in Ordnung. Teilt das Video. Noch besser. Beste Interaktion. Teilt das Video in WhatsApp. Teilt es mit eurer Mutti. Teilt es mit eurer Omi. Am besten auch mit dem Opi, dem Onkel und dem Neugeborenen von eurer Schwester. So, 50 Leute. 50 Likes bei Early Boy auf dem Video und davon gibt es von mir einen 10€ Backwerk-Gutschein. Es gibt bei Backwerk. Dass du solche angekündigten Giveaways auch ausfüllen musst. Ja, ich gebe überhaupt Gutscheine bei Backwerk? Ich glaube nicht. Du hast es gerade verschenkt. Gimpel verschenkt einfach. Gimpel sucht sich einfach einen Herren aus in meinen Kommentaren und dem schenkt er einen Sub auf meinem Twitch-Kanal. Haben wir geklärt? Wunderschön. Dann macht er mit 10€ Sub. Wunderschön, haben wir geklärt. Leute, wir sind beim nächsten Mal dabei. Haut rein. Bis morgen zur nächsten Folge. Tudelidu. Tschüss. Haut rein.